Du bist in der Situation, du bist dabei, Aufgaben abzugeben, du gibst deinen Leuten Verantwortung, aber irgendwie hast du Angst, komplett loszulassen. Du hast so ein bisschen Kontrollzwang und traust dich nicht ganz, bei den Aufgaben wirklich loszulassen, die Verantwortung wirklich komplett zu übergeben. Wenn du in der Situation bist, dann ist das Video genau das Passende für dich. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Alex und Marvin ist auch wieder dabei. Jo, hi, grüß dich. Und wir schauen uns heute mal eins der Hauptthemen ab, weswegen Leute es schwer haben, sich selber aus dem Unternehmen zu lösen. Gar nicht, weil sie nicht eine gute Struktur hinbekommen könnten oder zumindest eine vernünftige Struktur, sondern eher, weil sie Angst haben, wirklich in letzter Instanz dann die Verantwortung abzugeben. Sogenannter Kontrollzwang, der sich da entwickelt. Und wir in dem Video einfach mal beleuchten, wie entsteht dieser Kontrollzwang, was kann man dagegen tun und ja, wie kannst du vielleicht verhindern, dass er überhaupt aufkommt. Ja. Ja, mir ist gerade, wo du hier über das Thema erzählst, ist mir auch aufgefallen, was wahrscheinlich der Hauptgrund dafür ist, dass man Angst hat, einen Prozess oder eine gewisse Aufgabe abzugeben. Und das liegt, glaube ich, meiner Meinung nach einfach daran, dass man keinen klaren Prozess dafür hat. Ja. Und dass man deswegen davon ausgeht, dass die andere Person genauso gut oder genauso schlau oder genauso ausgebildet sein muss, ja, und so gewissenhaft sein muss, wie du selber es als Chef bist. Und die Tatsache, dass du dort keinen festen Prozess hast, sondern das Ganze sozusagen nur auf deiner Qualitätsarbeit, sozusagen auf deinem Know-how und auf deiner Gewissenhaft beruht, die führt halt dazu, dass du nicht bereit bist, das abzugeben. Weil wenn du nämlich einen Prozess dort hinterlegt hast, der sicher ist, ja, der auch quasi gar nicht schief gehen kann, weil du dort Sicherheitsmechanismen hast, vielleicht sogar auch irgendwie mal eine Checkliste hier und da, ne, dann kannst du dich ja als Geschäftsführer voll auf diesen Prozess verlassen. Ja, zum Beispiel wir hier bei uns bei der A&M, wir haben ja auch zig Prozesse, die sauber laufen müssen, auch für unsere Kunden, ist ja ganz klar. Und ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich irgendwann mal an einem Punkt Vertrauensprobleme hatte. Und dann habe ich halt gemerkt, nein, hatte ich eigentlich nicht. Und dann habe ich überlegt, warum nicht? Naja, weil wir sozusagen schon Prozesse dafür gebaut haben, dass diese Sachen nicht schiefgehen können. Ja. Beziehungsweise man minimiert sozusagen das Risiko, dass es schiefgehen kann. Und wenn dann mal ein Fehler passiert, dann dockt man sozusagen noch eine Verbesserung an diesem Prozess dran, die dazu führt, dass das Ganze nicht nochmal passiert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass halt einfach die Angst, einen Prozess oder eine Tätigkeit abzugeben, diese Angst, die kommt einfach daher, dass es keinen geregelten Prozess gibt. Ja, und ich glaube, man muss einen Grundgedanken aber schon im Kopf haben. Man muss die Akzeptanz dafür aufbauen, dass auch mal ein Fehler passieren darf. Mhm. Weil du wirst von Anfang an nie einen so guten Prozess schaffen können, dass der wirklich 100% fehlerfrei immer abläuft. Ja, genau. Wir haben ja hier bei uns bei der A&M sozusagen so ein Spruch, ein Fehler, ja, kann passieren, aber niemals zweimal. Ja. Ne? Und das ist auch genau das, was Alex eben sagt, weil ja, letztendlich ein Unternehmen ist immer so gut wie die Fehler, die davor passiert sind, so meiner Meinung nach. Also im Laufe der Zeit eines Unternehmens passieren natürlich immer und immer wieder Fehler. Die Frage ist nur, wie gut geht das Unternehmen damit um? Ja. Schafft das Unternehmen es, diese Fehler dann sozusagen beim nächsten Mal auszuschließen, oder macht es immer und immer wieder diese Fehler? Und da hast du eigentlich dann sozusagen diese Spaltung, die Unternehmen, die das schaffen, die gehen halt nach oben, weil die haben noch glücklichere Kunden, noch zufriedenere Kunden, können Kosten reduzieren auch, haben vielleicht nicht so hohe Kosten, weil halt so Material auch jetzt nicht doppelt verbraten wird oder so, weil irgendwelche Fehler passiert sind. Und die Unternehmen, die das halt nicht schaffen, die, wo immer wieder Fehler passieren, ja, die steigern ihre Kosten immer wieder. Ja, die müssen vielleicht nochmal rausfahren zum Kunden, sodass der Auftrag dann gar nicht mehr lukrativ ist und so weiter. Und dadurch hast du halt so eine Spaltung. Ne? Und wenn du jetzt sagst, du hast keine Struktur, Fehler passieren werden trotzdem nicht, verlass dich drauf, was passieren wird, du kriegst sie noch nicht mit. Und deine Mitarbeiter, wenn sie irgendwie irgendwann genauso machen wie du, die werden anstatt zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Fehler passiert, ich melde es dem Chef und wir gucken, dass wir in Zukunft dann eine Lösung für finden, dass der nicht mehr passiert. Wenn die sagen, ja, dann mach ich es wieder Chef und löse den Fehler einfach fix selbst. Ja. Dann kriegst du es gar nicht mit, aber es ist Zeit oder Material draufgegangen. Und wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Mindset. Wenn du nicht bereit bist, die Fehler zu akzeptieren, wirst du niemals eine gute Struktur haben, weil die Struktur kommt nur mit den Fehlern. Und du kannst dir Folgendes einfach zur Grundaufgabe machen. Immer wenn ein Fehler passiert, eine einzige Sache zu unternehmen, die du strukturell umbaust, umsetzt, wie auch immer, ne, die verhindern soll, dass dieser Fehler in Zukunft wieder passiert. Eine einzige Sache. Ob das dann perfekt ist oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall schon mal besser als davor. Und wenn du das jedes Mal machst, bei jedem Fehler, der passiert, jedes Mal sagst, ich akzeptiere den Fehler, aber ich werde jetzt das hier tun, damit er nicht mehr passiert. Dann passiert er nochmal. Okay, das allein hat nicht gereicht, ich muss vielleicht noch was ergänzen. Wenn du das 2-3 Mal machst, wird der Fehler aber irgendwann wirklich nicht mehr passieren. Ja. Und wenn du diese beiden Mindsets kombinierst, also sagen, A, ich akzeptiere Fehler, weil sie zum Wachstum dazugehören. Ohne Fehler kann ich nicht wachsen. B,
Ich sorge dafür, dass bei jedem Fehler eine Gegenmaßnahme unternommen wird, dass der Fehler nicht mehr passiert. Nicht eine Gegenmaßnahme, jetzt diesen einen Fehler zu lösen, sondern den Fehlerursprung quasi wirklich zu bekämpfen. Also nicht bei dem Kunden jetzt das eine zu lösen, das natürlich musst du eh machen, sondern dafür zu sorgen, dass der auch bei anderen Kunden nicht mehr passiert. Darum geht es eher. Wenn du das machst, dann bist du relativ schnell bei einer Struktur, die wirklich auch relativ fehlerfrei funktioniert. Natürlich gibt es dafür dann viele Werkzeuge, viele Handwerkszeuge, die du beherrschen musst. Davon werden wir einige auch hier auf dem Kanal vorstellen, das ist klar. Damit du da möglichst effizient vorgehen kannst und jetzt nicht anfängst, dann alles doppelt und dreifach prüfen zu lassen, einfach wo viel mehr Zeit drauf geht, sondern vielleicht auch irgendwelche IT-Unterstützung dir holst. Ne, weil das ist auch ganz oft ein Thema, weswegen Leute Sachen, wo sie sagen, okay, das könnte man besser machen, nicht besser machen, weil die sagen, da geht aber zu viel Ressourcen drauf. Wenn das so ist, wenn du das Gefühl hast, dann ist A, entweder der Fehler viel zu klein, dann passiert er nur einmal in 2 Jahren, das ist dann okay, dann kann man das auch akzeptieren. Oder B, du hast einfach die falschen Ressourcen dafür aktuell eingesetzt, um das zu lösen. Ne? Ich denke, das sind viele Gedanken zum Video. Schau es dir gerne nochmal an, weil da waren jetzt sehr viele Dinge drin, die du vielleicht beim ersten, zweiten Mal, auch vielleicht beim dritten Mal schauen, noch nicht komplett erfasst. Auch vielleicht deiner Situation geschuldet, je nachdem, an welcher Stelle du stehst, ob du schon Fehler gemacht hast. Und du sagst, die hätten nicht passieren müssen, wenn ich selber gemacht hätte. Deswegen wird die Kontrolle an dich reißt oder andere Dinge passieren. Aber frag dich wirklich immer, wie kannst du das in Zukunft loswerden? Und wenn deine Antwort da ist, das kann ich nicht, weil es ist nur für mich möglich, Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Du kannst es loswerden. Dir fehlen nur aktuell die Mittel zu wissen, wie. Na, und dafür einfach gerne den Kanal abonnieren, Daumen nach oben lassen, da lassen und gerne vielleicht mal drunter schreiben, was Dinge sind, wo du sagst, hey, also das kriegt man wirklich nicht los, das kann man nicht automatisieren. Gut, da gibt es tatsächlich auch einige Themen, zum Beispiel beim Notar gewisse Dinge unterschreiben. Also alles, was rechtlich ist, wenn du selber gemacht hast, wirst du natürlich nicht los, das ist klar. Aber alles im Unternehmen an sich kannst du loswerden, tatsächlich. Und selbst dafür kann man sich einen Vollmächtigten holen für Notar. Also da gibt es Möglichkeiten, du siehst schon, es hat eigentlich kein Ende. Von daher bis zum nächsten Video, wir sehen uns, ciao.